Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ich freue mich natürlich sehr, dass sich heute zu unserer zweiten Sitzung unseres Webinars wieder so viele von euch und Ihnen eingeschaltet haben. Wir haben uns sehr über das umfangreiche Feedback nach dem ersten Webinar gefreut und ihr werdet heute feststellen, wir haben versucht, einige neue Konzepte einzufliegen. Manche davon werden sich hoffentlich bewähren, manche müssen wir vielleicht wieder verwerfen. Jedenfalls ist das Feedback sehr, sehr wichtig für uns, um langfristig die bestmögliche Veranstaltung für euch anbieten zu können. Deshalb dafür schon mal an dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank. Ich möchte zu Beginn kurz ein paar Folien zum theoretischen Überblick in unser heutiges Thema zeigen und damit starten. Und zwar wollen wir uns heute mit supraventrikulären und ventrikulären Extrasystolen beschäftigen, also mit Extrasystolen, die einmal hier oben aus dem Vorhof kommen, also oberhalb der Ventrikel, supraventrikulär, wie der Name schon sagt, und die unten hier in den Herzkammern, in den Ventrikeln selber entstehen. Wir sehen hier links nochmal das schematische Modell des spezifischen Reizleitungssystems, an das sich vielleicht einige von euch noch aus dem ersten Seminar erinnern. Und wir sehen hier oben im rechten Vorhof den Sinusknoten, aus dem ja im Regelfall der Impuls zu einem Herzschlag im Sinusrhythmus gegeben wird. Und was nun eigentlich bei Extrasystolen passiert, in diesem Fall bei supraventrikulären Extrasystolen, ist, dass es zum Auslösen einer Herzerregung von irgendwo abseits des Sinusknotens, aber hier oben im Vorhof kommt. Was das Ganze praktisch bedeutet, will ich hier einmal kurz auflisten und dann im Einzelnen zeigen und mit euch besprechen. Extrasystolen sind grundsätzlich zusätzliche Schläge, die vor dem nächsten erwarteten Schlag des eigentlich vorherrschenden Grundrhythmus auftreten. Dabei entstehen supraventrikuläre Extrasystolen oberhalb des Hissbündels und nutzen ab dem Hissbündel, also ab dieser Region hier, das spezifische Reizleitungssystem zur Erregung der Herzkammern. Hier unten zur weiteren Erregungsausbreitung. Auch daran erinnern sich vielleicht einige vom letzten Mal. Die Nutzung dieses Systems ist die Grundvoraussetzung für eine schnelle Erregungsleitung. Und das führt gleichzeitig dazu, dass der QRS-Komplex in den meisten Fällen bei supraventrikulären Extrasystolen oder sogenannten SVES relativ normal im Vergleich zum Sinusrhythmus aussieht. Die P-Welle ist morphologisch verändert bei supraventrikulären Extrasystolen, weil sie ja auch irgendwo anders im Vorhof hier entsteht und nicht im Sinusknoten selbst. Und nach einer supraventrikulären Extrasystole, und das ist spezifisch für die supraventrikulären Extrasystolen, treten sogenannte nicht kompensatorische Pausen auf. Was das ist, schauen wir uns gleich an. Und wir sehen hier jetzt einen Rhythmusstreifen mit einem Sinusrhythmus als Grundrhythmus. Wir sehen das hier, sehr schön regelmäßige P-Wellen im gleichen Abstand zu dem darauf folgenden QRS-Komplex und im Anschluss eine T-Welle. Und wir können auch gleich mal den Abstand zwischen den ersten beiden Schlägen auszählen. Der beträgt in diesem Fall 10 große Kästchen. Und als nächstes sehen wir hier einen Schlag, der deutlich früher einfällt, nämlich bereits nach 6 Kästchen. Also früher, als wir es bei diesem Grundrhythmus eigentlich erwarten würden. Denn bei einem Sinusrhythmus, der regelmäßig verläuft, würden wir den nächsten Schlag wieder nach etwa 10 Kästchen erwarten. Das heißt, wir haben eine früh einfallende Extrasystole, und zwar in diesem Fall eine supraventrikuläre Extrasystole. Und dass sie supraventrikulär ist, erkennen wir jetzt an den weiteren vorliegenden Kriterien, die wir nun gemeinsam besprechen wollen. Also einmal haben wir hier das vorzeitige Einfallen. Und dann sehen wir auch hier direkt das, was wir eben schon besprochen haben, eine P-Welle, die sich in ihrer Morphologie, also in ihrem Aussehen mehr oder weniger, deutlich von den P-Wellen unterscheidet, die hier vor den regulären Sinusschlägen vorkommen. Und das ist ja, wie gesagt, ganz logisch, weil sie auch woanders im Vorhof entsteht. Und häufig kann eine P-Welle dann auch eine solche Morphologie haben, nämlich eine negative. Hier ist wieder der gleiche Sinusrhythmus. Hier sehen wir eine negative P-Welle auch in Ableitung 2. Und da kommt jetzt wieder die wichtigste Message eigentlich meiner Meinung nach aus dem ersten Seminar zu tragen. Wenn wir uns nämlich den Vektor dieser P-Welle, die hier negativ verläuft, einmal überlegen, dann wird uns ziemlich schnell klar, von wo nach wo die Erregung eigentlich verlaufen muss, die diese P-Welle hier erzeugt. Wir schauen uns hier unten das Ganze noch einmal kurz im Cabrera-Kreis an. Wir sehen hier ja die Ableitung 2 in beiden Fällen. Und wenn eine
Extrasystole, die so einen Ausschlag macht, wie die hier unten, also positiv in V2, mit dem Vektor hier lang, etwas größer, aber eigentlich relativ ähnlich zum Sinusrhythmus auftritt, dann muss die auch irgendwo in der Nähe des Sinusknotens eigentlich entstehen. Verläuft die P-Welle aber wie hier oben negativ, dann bedeutet das ja eindeutig, dass sie entgegen des Vektors von Ableitung römisch 2 hier verläuft, also in die andere Richtung und somit irgendwo eher, auch hier sind leider die Punkte wieder etwas versetzt, aber letztendlich geht es nur um die Botschaft, irgendwo hier entlang der Basis verläuft, weil dann entsteht die Erregung hier und diese Erregung breitet sich trotzdem über die Vorhöfe aus. Das heißt, sie erregt das gesamte Vorhofgewebe, sodass der hauptsächliche elektrische Vektor dann von hier unten von der Basis nach oben verläuft. Das heißt, entgegen der Ableitung 2 und so erklärt sich hier der negative Ausschlag in dieser Ableitung. So. Genau, diese beiden Punkte haben wir damit zumindest einmal kurz angesprochen und das grundsätzliche Konzept überlegt. Bleibt noch die Frage zum QRS-Komplex. Grundsätzlich ist natürlich klar, eine Erregung, die im Vorhof entsteht, kann die gleichen Erregungsbahnen nutzen wie eine Erregung, die direkt im Sinusknoten entsteht. Und daher führt diese Erregung auf Kammerebene grundsätzlich meistens auch zu einem QRS-Komplex, meistens wohlgemerkt, der dem Sinusrhythmus eigentlich relativ ähnlich ist oder gleicht. Das heißt, bei einem gesunden Reizleitungssystem sehen wir sowohl bei einem Sinusrhythmus als auch bei einer Extrasystole aus dem Vorhof im Regelfall einen schmalen QRS-Komplex. Bei zum Beispiel einem vorbestehenden Rechtsschenkelblock oder Linksschenkelblock tritt dieser im Regelfall auch während der Extrasystole auf, weil die Überleitung, wie gesagt, ab dem Hissbündel hier über das spezifische Reizleitungssystem passiert. Und das ist sowohl der Fall, wenn die ursprüngliche Erregung hier aus dem Sinusknoten kommt, als auch wenn sie irgendwo anders auf dem, im Vorhof entsteht. Warum habe ich jetzt hier die Einschränkung meist normal konfiguriert hinzugefügt? Es gibt hier zwei Phänomene, die ich noch kurz erwähnen möchte, weil sie auch relativ häufig durchaus vorkommen können. Einmal kann es nämlich sein, dass eine Extrasystole sehr, sehr früh einfällt. Wir sehen hier die P-Welle, die auch hier wieder eine unterschiedliche, wenn auch nicht grob unterschiedliche, aber eine unterschiedliche Morphologie zu dem der umgebenden Sinusschläge hat. Und diese P-Welle folgt direkt auf die T-Welle des vorherigen Sinusschlages, der hier ist. Und der QRS-Komplex, der sieht hier, wenn wir jetzt gerade mal annehmen, vor allem auch, das ist eine rechtspräkordiale Ableitung vielleicht, dann sieht das hier ziemlich aus wie beim Rechtsschenkelblock. Und manche erinnern sich vielleicht vom letzten Mal. So etwas kann dann passieren, wenn die Erregung hier so früh hinter dem vorherigen Sinusschlag einfällt, dass hier einer der Tavara-Schenkel noch refraktär ist. Das heißt, er ist noch nicht wieder vollständig erholt vom vorherigen Sinusschlag und kann die neue Erregung, die hier sehr früh entsteht, deshalb noch nicht wieder leiten. Und somit entsteht hier in diesem Fall, wenn zum Beispiel die Erregung zu einem Zeitpunkt hier eintritt, wo der rechte Tavara-Schenkel noch refraktär ist von dem Sinusschlag davor, ein quasi funktioneller Rechtsschenkelblock. Man spricht hier auch von einer aberranten Überleitung dieser Erregung und das Ganze tritt natürlich nur in diesem Moment auf, dadurch, dass die Erregung hier so kurzfristig kommt. Und wenn wir nochmal eine Folie zurückgehen, sehen wir bei dem darauf folgenden Sinusschlag, der dann wieder in einem weiteren Abstand auftritt, ist die QRS-Konfiguration wieder normal, weil beide Tavara-Schenkel sich erholt haben, beide wieder leiten können und es wieder zu einer normalen Überleitung kommt. Das ist die eine Möglichkeit, weshalb der QRS-Komplex auch durch eine supraventrikuläre Extrasystole deformiert werden kann. Eine andere, die ich hier noch kurz besprechen möchte, auch da geht es weit über diese beiden hinaus, aber ist diese hier. Wir sehen hier wieder eine P-Welle mit veränderter Morphologie und vor allem noch früher einfallend als in dem Beispiel davor, nämlich sogar noch in die T-Welle hier des Sinusschlages davor, den wir hier sehen. Allerdings überhaupt kein QRS-Komplex, der danach als Antwort auf diese P-Welle kommt, sondern hier kommt dann wieder ein Sinusschlag, gleiche P-Wellenmorphologie wie hier vorne und ein darauf antwortender QRS-Komplex. Und hier fällt nämlich die erneute Erregung des Vorhofs durch diese Extrasystole zu einem Zeitpunkt ein, wo der Vorhof schon wieder erregbar ist. Allerdings erreicht diese Erregung den AV-Knoten zu einem Zeitpunkt, wo der AV-Knoten noch refraktär ist vom vorherigen Sinusschlag. Das heißt, der AV-Knoten ist noch nicht bereit, diese Vorhoferregung auf die Kammern überzuleiten.
Somit wird diese Erregung quasi im AV-Knoten blockiert, gestoppt und führt dementsprechend auch nicht zu einer Ventrikelerregung mit dazugehörigen QRS-Komplex. Und der nächste QRS-Komplex, den wir sehen, ist der, der wieder auf die normale Erregung des Vorhofs durch den Sinusknoten erfolgt. Das sind zwei Phänomene, in denen es nicht den QRS-Komplex auf eine supraventrikuläre Erregung gibt, die es im Sinusknoten gibt. So, damit können wir auch diese beiden Punkte hier in der Checkliste grün markieren. Und jetzt bleibt noch das Phänomen der nicht kompensatorischen Pause, die typischerweise nach einer Extrasystole aus dem Vorhof zustande kommt oder zustande kommen kann. Zur Erklärung möchte ich hier gerne auf diese super Abbildung, wie ich finde, zurückgreifen. Und ich habe hier unten rechts auch einmal die Webseite angegeben, wo ich diese entnommen habe, um zu verstehen, was mit inkompletter kompensatorischer oder nicht kompletter kompensatorischer Pause gemeint ist, muss man wahrscheinlich einmal ganz kurz das Konzept einer kompensatorischen Pause verstehen. Und ich habe hier einmal als erstes vorne den RR-Abstand ausgemessen, einfach mit einmal RR, ohne ihn jetzt genau hier zu benennen. Und das ist der Abstand von R-Zacke zu R-Zacke. Und normalerweise wird so der Abstand zwischen zwei QRS-Komplexen angegeben. Und hier sehen wir jetzt sowohl anhand meiner Pfeile, die ich hierhinter eingezeichnet habe, als auch anhand dieser gestrichelten Linie, die hier im Hintergrund weiter verläuft, wo in diesem Sinusrhythmus, wenn er normal und ohne Extrasystole verlaufen würde, die nächsten Schläge eigentlich zu erwarten wären. Und würde jetzt der mittlere Schlag hier vollständig ausfallen und wir würden tatsächlich zwei volle RR-Abstände bis zum nächsten Schlag hier beobachten können, dann würden wir von einer vollständigen kompensatorischen Pause sprechen. Das wäre dieser gesamte Abstand hier. Jetzt sehen wir aber mit unserem mittlerweile geschulten Auge hier eine supraventrikuläre Extrasystole einfallen. Die Extrasystole erregt, wie wir besprochen haben, den gesamten Vorhof und kommt somit natürlich auch irgendwann am Sinusknoten an und setzt diesen Sinusknoten durch seine Erregung quasi einmal auf Null zurück. Der Sinusknoten würde ja mit einer ständigen, in etwa gleichen Wiederholung immer wieder den Vorhof erregen. Und an dieser Stelle wird der Sinusknoten selbst einmal erregt durch eine Erregung, die irgendwo anders aus dem Vorhof kommt. Dieser immer regelmäßig ablaufende Zyklus wird dadurch quasi einmal auf Null zurückgesetzt. Und ab hier beginnt dann quasi ab dieser Erregung des Sinusknotens ein neuer Zyklus. Und die nächste Erregung, ausgelöst vom Sinusknoten, beginnt hier und löst dann diese Erregung aus. Das heißt, der nächste Sinusschlag, den wir sehen, ist quasi die Distanz eines Sinuszyklus plus des Abstandes von dem vorausgegangenen Sinuszyklus bis zur supraventrikulären Extrasystole. Und das zusammen von diesem Sinusschlag bis zum nächsten Sinusschlag, beziehungsweise das hier zwischen, bezeichnet man als nicht kompensatorische Pause. Das heißt, die ist dementsprechend kleiner als zweimal dieser RR-Abstand. Welche Grundsätze gibt es nun noch kurz für die ventrikulären Extrasystolen? Die erste bleibt natürlich unverändert und trifft in beiden Fällen zu. Extrasystolen sind und bleiben in beiden Fällen Schläge, die vorzeitig zum Grundrhythmus auftreten. Extrasystolen aus dem Ventrikel entstehen in ektopen Zentren in der Herzkammer. Auch hier habe ich völlig willkürlich wieder Möglichkeiten der Erregungsentstehung eingezeichnet. Aber was hier ganz interessant ist, diese Schläge entstehen in der Kammer und abseits des spezifischen Reizleitungssystems. Wir wissen daher auch, wie beim Schenkelblock aus der letzten Session besprochen, wenn die Erregung sich entlang des Myokards ausbildet und nicht am Reizleitungssystem, dann dauert das Ganze länger. Und somit kommt es zu einem breiten QRS-Komplex, meistens deutlich länger als 120 Millisekunden. Und gleichzeitig kommt es natürlich durch die Erregung direkt hier aus der Kammer dazu, dass es keine oder nur selten zugehörige P-Wellen gibt. Auch hier gibt es Ausnahmen, aber diese Erregung entsteht im Ventrikel und breitet sich im Ventrikel aus. Der Vorhof ist quasi nicht beteiligt und dadurch gehören im Regelfall keine P-Wellen als Vorhoferregung direkt zu den ventrikulären Extrasystolen dazu. Ventrikuläre Extrasystolen gehen mit diskordanten T-Wellen einher, das schauen wir uns gleich noch einmal kurz an. Und im Falle von VES kommt es meist zum Auftreten einer vollständig kompensatorischen Pause. Die kennen wir jetzt vom Konzept schon, schauen wir uns auch gleich noch einmal ganz kurz an. Auch hier möchte ich einmal einen Rhythmusstreifen zeigen. Hier sind jetzt von mir markiert wieder unsere entsprechenden Sinusschläge, regelmäßig mit identischer P-Welle, wie wir uns das wünschen.
Und hier haben wir eine VES oder ventrikuläre Extrasystole. Und warum das wahrscheinlich eine ist, beweisen wir uns jetzt wieder selbst. Zunächst einmal sehen wir sofort anhand des vorausgegangenen RR-Abstandes, ich habe die wieder beide hier einmal eingezeichnet, dass diese Extrasystole vorzeitig einfällt. Dieses Kriterium ist also einmal wieder erfüllt. Als nächstes fällt uns direkt auf, dass dieser QRS-Komplex im Vergleich zu den umgebenden Sinusschlägen, links und rechts oder davor oder dahinter genauer gesagt, verbreitert ist, nämlich in etwa 130 Millisekunden in diesem Fall, was wie eben besprochen an der Leitung abseits des spezifischen Reizleitungssystems, nämlich über das Myokardgewebe selbst liegt. Ich habe es hier noch einmal ganz kurz an der Abbildung aus dem letzten Vortrag gezeigt. Die Erregung kriecht hier wirklich übers Myokard. Das Ganze dauert natürlich länger, als wenn sie hier geordnet übers Reizleitungssystem, was dafür vorgesehen ist, verläuft. Und so kommt eben diese breite Morphologie zustande. Eine nicht physiologische Erregungsausbreitung über die Herzkammer, wie sie hier stattfindet, führt in der Folge eigentlich auch immer zu einer nicht physiologischen Repolarisation, also Erregungsrückbildung, sodass es in fast allen Fällen von ventrikulären Extrasystolen dazu kommen kann, dass der Vektor der T-Welle nach einer VS entgegen dem QRS-Komplex der Extrasystole verläuft. Dieses Phänomen ist typisch und wird als diskordante T-Welle bezeichnet. Das heißt, wir sehen hier, der Ausschlag der Depolarisation dieser ventrikulären Extrasystole ist positiv, die Erregungsrückbildung, anders als wir es erwarten würden, negativ. Das ist die diskordante T-Welle, die ein typisches Phänomen ist. Und somit haben wir im Schnelldurchlauf auch die ersten vier Punkte dieser Checkliste abgehandelt. Was uns noch fehlt, ist, dass wir einen Blick auf die vollständig kompensatorische Pause werfen, was ja, nachdem wir das eigentlich eben schon verstanden haben, nicht mehr sehr aufwendig sein sollte. Ich habe dafür hier noch einmal eine Abbildung aus einem Buch verwendet, das ich hier unten auch angegeben habe und das ich jedem wärmstens ans Herz legen kann. Das ist von, ich glaube, zwei kanadischen und einem belgischen Kollegen. Und was ich daran so toll finde, ist, es besteht eigentlich nur aus Bildern und kaum aus Text. Und ich finde, das ist zum Verständnis vom EKG sehr, sehr hilfreich und sagt mir selber sehr zu. Und was man hier sieht, denke ich nochmal sehr schön, ist das, was wir eben besprochen haben. Wir sehen hier den Abstand einmal zwischen zwei Herzacken, den einfachen RR-Abstand. Hier sehen wir den doppelten RR-Abstand. 1, 2 und das Gleiche sehen wir auch hier, wo zwischenzeitlich eine ventrikuläre Extrasystole einfällt. Und wir sehen, der Abstand zwischen diesen beiden R-Zacken beträgt hier genau das Doppelte von dem RR-Abstand hier, sodass wir hier von einer vollständigen kompensatorischen Pause sprechen würden. Und man sieht hier auch ganz genau, warum das so ist. Wir sehen hier links einmal benannt das A für Atrium, Vorhof, AV für die AV-Knotenregion. Und V für Ventrikel. Und wie wir wissen, im Vorhof gibt der Sinusknoten den Ton an und der erregt diesen Vorhof auch ganz regelmäßig hier mit einer Zykluslänge von 700 Millisekunden, immer jeden Schlag aufs Neue. Und jetzt fällt aber an dieser Stelle hier auf Ebene des Ventrikels eine frühe Extrasystole ein, die den AV-Knoten rückwärts aufgrund der Vorzeitigkeit vor dem Vorhof hier in der AV-Region erreicht. Der AV-Knoten ist dadurch bereits erregt und in der Folge refraktär und ignoriert somit das Signal, was kurze Zeit später hier vom Sinusknoten aus dem Vorhof ankommt. Da sich diese gegenseitige Blockade aber hier in der Mitte, jetzt mal sehr bildlich gesprochen, am AV-Knoten abspielt, bekommt der Sinusknoten sozusagen hier oben überhaupt nichts davon mit und gibt nach weiteren 700 Millisekunden wieder dem eigenen Zyklus folgend, in diesem Fall sind das 700 Millisekunden, das ist natürlich willkürlich gewählt, den regelmäßigen Impuls ab, der dann wieder zu einer Sinuserregung hier führt. Und so erklärt sich, weshalb durch das Einfallen dieser einventrikulären Extrasystole hier im Regelfall zwei komplette Zyklen der Sinusschläge ausfallen. Um jetzt, bevor ich meinen Teil der Einführung endgültig beenden will, noch einmal Chaos zu stiften, möchte ich hier noch eine etwas seltenere Möglichkeit zeigen, wie es auch bei einer VES zu einer nicht kompensatorischen Pause kommen kann. Und zwar, wir sehen hier einmal eine negative P-Welle, die sich hier direkt hinter dem QRS-Komplex befindet. Und wir sehen auch hier unten, dass der Abstand von einem QRS-Komplex des Sinusschlages zum nächsten hier kleiner ist als zwei RR-Abstände. Und
Da diese Folie meine letzte Folie ist und eigentlich viele Phänomene zusammenfasst, die wir jetzt besprochen haben, möchte ich einmal ganz kurz in die Runde fragen, ob sich irgendjemand traut, die virtuelle Hand zu heben und vielleicht eine Idee hat, wie dieses Phänomen hier zustande ist, wie das zu erklären ist, was diese P-Welle hier macht und warum der Abstand kürzer als 2 RR-Abstände und somit eine nicht kompensatorische Pause ist, wie wir es hier oben sehen. Bitte, Marc, schieß los. Ich könnte mir vorstellen, dass der Sinusknoten quasi ganz normal sich selbst erregen konnte, da er von der VES nicht betroffen war, aber das Ventrikelmyokard noch refraktär war und in dem Fall sozusagen die P-Welle ganz normal darstellbar ist, aber eben kein, oder nicht normal, aber darstellbar ist, auch wenn sie elektrisch verändert ist durch die Rückbildung noch aus dem Ventrikel. Aber der Ventrikel selbst nicht erneut erregbar ist zu dem Zeitpunkt. Ja, das ist eine super Idee. Da kommen eigentlich auch schon viele elektrophysiologische Komponenten zum Tragen. Was uns jetzt hier ja vielleicht ein bisschen auffällt, ist, dass diese P-Welle doch deutlich anders aussieht als die des vorausgehenden Sinusschlages. Und zwar ist die negativ. Und wir haben ja eben schon besprochen, dass sagt uns eigentlich in Ableitung 2 und in Ableitung 3 relativ eindeutig, dass sie nicht von oben vom Sinusknoten nach unten, sondern eher von unten nach oben verläuft. Das würde ja vom Vektor her eine negative P-Welle machen. Das heißt, um dieses Phänomen hier zu erklären, müssen eigentlich 2 Voraussetzungen erfüllt sein. Erstens muss die VES sehr früh hinter dem QRS-Komplex einfallen. Das tut sie in diesem Fall. Wir sehen hier noch die T-Welle des vorausgehenden Sinusschlages. Und zweitens muss der AV-Knoten sogenannte retrograde Leitungseigenschaften haben. Das bedeutet, er muss in der Lage sein, nicht nur Signale von oben aus dem Vorhof nach unten in die Kammer zu leiten, sondern er muss auch in der Lage sein, Signale, die in der Herzkammer entstehen, sowie diese Extrasystole, rückwärts nach oben in Richtung Vorhof zu erregen. Das sind die beiden Voraussetzungen. Und was dann passiert, sehen wir nochmal hier ganz schön, wie ich finde. Wir haben hier wieder 2 Sinusschläge, die wieder mit der Zykluslänge von 700 Millisekunden aufeinander folgen. Und dann fällt hier sehr früh die ventrikuläre Extrasystole ein. Diese trifft auch sehr früh hier auf den AV-Knoten. Entschuldigung, das passiert jetzt immer durch meine Maus hier. Fällt hier sehr früh ein. Nämlich bevor von oben ein Sinussignal am AV-Knoten ankommt und die Erregung wird dann retrograd hier übergeleitet und erreicht dann durch die Erregung des Vorhofes irgendwann auch wieder den Sinusknoten. Und dann passiert eigentlich genau das, was wir vorhin von den supraventrikulären Extrasystolen kennen. Der Sinusknoten wird auf 0 zurückgesetzt, beginnt einen neuen Zyklus, das heißt, von da an beginnt dann wieder quasi ein neuer Sinuszyklus. Hier erfolgt wieder ein normaler Sinusschlag, aber durch die Addition dieser Extrasystole hier früh einfallend und dem darauf folgenden normalen Sinuszyklus landen wir hier in diesem Fall bei in etwa 1295 Millisekunden. Das ist weniger als 2 RR-Abstände und so kann durch eine Extrasystole und retrograde Leitung auch eine nicht kompensatorische Pause ausgelöst werden. Und das sind Dinge, die die elektrophysiologischen Vorgänge am Herzen eigentlich ausmachen und die sich bei richtigem Verständnis häufig auch schon aus Oberflächen-EKGs ableiten lassen. Und das fasziniert mich immer wieder sehr. Und ich hoffe, dass einige von Ihnen diese Begeisterung jetzt oder irgendwann in der Zukunft nachvollziehen und vielleicht sogar teilen können. Und somit haben wir dann auch bei den ventrikulären Extrasystolen 5 grüne Pfeile zu verzeichnen. Und ich freue mich jetzt sehr auf den Vortrag von Kollegen Rother. Lieber Wim, ganz herzlichen Dank schon mal für deinen Beitrag. Wir freuen uns auf deine klinisch-praktische Expertise und ich bin mir sicher, wir können jetzt alle viele interessante Dinge von dir lernen und mitdiskutieren. Absolut, Herr Rother, vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. An der Stelle will ich noch aus dem Chat einmal kurz verweisen. Also Dr. Lorusso, fantastische, als gerade aus der Onkologie kommt, ja, ein fantastischer Verweis darauf, dass es eine Rücküberleitung in den Vorhof gab bei dem letzten Case von Sebastian, sehr gut. Ja, super. Und Sebastian, eine Frage von Lena Krause aus dem Chat. Einmal kurz die Himmelsrichtung abprüfend. Stimmt es, dass jede Rhythmusstörung mit einem Extraschlag beginnt? Sehr viele Herzrhythmusstörungen beginnen mit einem Extraschlag. Je nicht
Nicht generalisiert jede Herzrhythmusstörung beginnt mit einem Extraschlag, aber das ist grundsätzlich als Faustregel schon mal sehr gut im Hinterkopf zu behalten. Ich glaube sogar, und deswegen möchte ich da jetzt auch gar nicht tiefer drauf eingehen, wir werden gleich mindestens einen Fall beim Kollegen Wim Rother sehen, die eigentlich auch genau auf diese Frage eingeht. Sehr gut. Also vielen Dank. Und wir haben ja sozusagen im Examen schon alle gelernt, alle Fragen, die mit jeder und jedem und Antwortoptionen, die sie sind, sind in der Regel nur so halb wahr. Vielen Dank, Herr Rother. The stage is yours. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben und wissen das wirklich sehr zu schätzen. Merci, vor allem so spät am Abend. Danke sehr. Ja, sehr gerne. Beziehungsweise vielen Dank für die einleitenden Worte in allen. Danke für den tollen Vortrag, Sebastian. Auch nochmal von mir ein herzliches Willkommen hier zu diesem fantastischen Webinar, was die Jungs auf die Beine gestellt haben. Ich hoffe, ihr müsst mir ein bisschen helfen, ob ihr das jetzt hier bei Zoom seht, den Vortrag. Noch sehen wir Sie und Ihr Kind als Foto. Ja, so, okay, eigentlich gute Frage. Wie kann ich das jetzt teilen? Das kann sich nur noch um Stunden halten. Ja, gar kein Problem. Wenn Sie auf den grünen Pfeil geklickt haben, auf Bildschirm freigeben, haben Sie das? Hab ich eigentlich. Ja, bei Zoom. So, Inhalt teilen, oder? Genau. Bildschirm freigeben, genau. Und dann kann es noch sein, dass man von den unterschiedlichen Möglichkeiten auch wirklich die PowerPoint-Präsentation auswählen muss. Ja, alles kein Ding. Ja, das sieht schon gut aus. Wunderbar. Dann. So, sehen wir bitte mal. Ja, ich muss perfekt. Wunderbar. Perfekt. Gut, dann geht's los. Also ich mache es kurz und knackig. Heute, wir sind ja schon über die 19 Uhr und ich finde es fantastisch, dass Sie sich alle hier die Zeit genommen haben, an diesem Webinar teilzunehmen. Ich möchte was zum 12-Kanal zu Extraschlägen aus den Vorkammern, die sogenannten supraventrikulären Extrasystolen und Extraschlägen aus den Hauptkammern, die sogenannten ventrikulären, deren klinische Relevanz und Therapie Ihnen kurz vorstellen, was kurz dazu skizzieren. Und ich möchte es ganz basal machen, ganz basic machen, dass Sie hier mit wirklich eine Tool nach Hause gehen, dass Sie sich wohlfühlen und mit dem EKG klarkommen. Deswegen habe ich so meinen Ansatz, den ich vor Jahren entwickelt hatte, als ich noch nicht in der Elektrophysiologie gearbeitet habe, in einer der 10 größten in Deutschland, Ihnen nochmal kurz skizziert. Wir haben 3 wichtige Ableitungen. Die Ableitungen 1, 2 und 3, hier oben kurz markiert, hier dargestellt. Das sind die Hauptlokalisationsmarker für uns im EKG. Und wir sagen immer, wenn das EKG bestimmte Vektoren dort hat, wissen wir, woher Extrasystolen aus den Vorhöfen und Extrasystolen aus den Kammern kommen. Man muss sich also vorstellen, wenn die Erregung hier im rechten Herz startet und auf die Ableitung 1 zuläuft, dann entsteht quasi eine positive Zacke im EKG. Das Gleiche passiert auch, wenn es von oben beginnt und nach unten läuft, dann auch hier eine positive Zacke in den entsprechenden Ableitungen. Ich skizziere es hier mal so, das ist da eine positive Zacke. Das Gleiche gilt auch für P-Wellen. Also P-Wellen sind da ähnlich wie der QRS-Komplex zu sehen. Und umgekehrt, wenn die Erregung von links kommt und nach rechts läuft, dann ist die EKG-Zacke natürlich hier negativ. Oder wenn es von unten kommt, in dem Fall, und nach oben läuft, auch hier wird dann die QRS-Zacke negativ oder die P-Welle. Und das ist wichtig, um einfach nur zu verstehen, woher kommt meine supraventrikuläre oder ventrikuläre Extrasystole. Und ich habe das Ganze mit 3 Beispielen, mit 3 Fällen jetzt verknüpft. Der erste Fall ist ein bisschen challenging, da würde ich Sie bitten, noch kurz am Ball zu bleiben. Die nächsten beiden sind dann einfach und wir machen nach Folie 6, 10 und 15 oder 14 eine kurze Abfrage, ob Sie mir noch folgen können oder nicht. Und ja, das ist aber alles nicht schlimm.
wir haben hier einen Patienten, der kommt zu uns vom Kardiologen zugewiesen zur VES-Ablation, hat polymorphe Extrasystolen und ist sonst eigentlich gesund, hat einen Hypertonus, bemerkt selber so einen unregelmäßigen Puls und eine etwas Belastungseinschränkung, Ohnmachtsanfälle, das ist immer wichtig für uns, hat er bisher nicht verspürt. Und das ist sein Ausgangs-EKG, was er hat. Wir sehen hier einen Sinusrhythmus, also hier ist eine P-Welle. Wir sehen einen sogenannten, wenn Sie Ihre Hand auf das EKG legen, hier ist der Zeigefinger und hier ist der Daumen und Sie drücken die beide zusammen, dann pieken Sie sich, das ist Link, das ist also ein sogenannter Linkstyp in dem Fall. Und wir sehen kurz danach so einen etwas breiteren Komplex, vielleicht eine ventrikuläre Extrasystole, wobei hier vor ist so ein bisschen was Komisches. Na, wir sind uns nicht ganz sicher. Danach ist wieder der Sinusrhythmus und er hat eine Sinusarrhythmie. Die Abstände sind unterschiedlich, also kein Vorhofflimmern trotz der Arrhythmie, sondern einfach einen Sinusschlag. Und wir haben wenige Sekunden gewartet und dann kam auch schon die erste supraventrikuläre Extrasystole. Ich markiere sie mal. Die ist später noch zu sehen, hier so diese negative Ps, also hier hinten nochmal für die Leute, die mein Gekrickel da nicht so mögen, hier die negative P-Welle in 2 und 3. Und ich hatte ja gesagt, nur Ableitung 1, 2 und 3 sind wichtig. Wir sehen in Ableitung 1 die P-Welle vielleicht ganz leicht positiv oder isoelektrisch. Wir sehen sie in 2 negativ, das heißt, sie geht von unten nach oben, das gleiche in 3, auch von unten nach oben ist die Erregung. Und das ist eine supraventrikuläre Extrasystole, die halt vom Boden des Vorhofs kommt. AVL geht ja so ein bisschen nach, also zeigt quasi nach links oben. Und wenn AVL positiv ist, also es zu AVL geht, dann kommt sie von rechts unten und läuft so ein bisschen nach links oben. Das heißt, in dem Fall Crista Terminalis oder Tricuspidalklappe wäre da die Extrasystole zu verorten. Und die haben wir jetzt hier regelmäßig gehabt. Komisch, wir hatten aber, wie gesagt, ja die Zuweisung zur ventrikulären Extrasystole. Vielleicht ist es doch hier diese, die wir initial gesehen haben. Dann nach wenigen Sekunden hatten wir dann eine ventrikuläre Extrasystole, auch ganz klassische Morphe, deswegen kommt jetzt auch gleich die Frage an Sie. Wir sehen hier wieder den Sinusrhythmus, P-Welle, P-Welle, P-Welle. Das hier ist ein Artefakt, nicht drauf gucken. Und wir sehen dann hier einen ganz breiten Kammerkomplex überall, über alle Ableitungen. Und wir sehen, die Zacke in 1 ist positiv, läuft also so. Die Zacke in 2 ist positiv, läuft also so. Und die 3 ist auch positiv, läuft also in diese Richtung. Und jetzt kommt quasi die Frage, woher kommt denn diese ventrikuläre Extrasystole? Was denken Sie? Herr Rotter, können Sie vielleicht die Frage bei Sie sind gerade sehr abgehackt. Ja, wir haben eine Rückkopplung hier gerade. Es wäre super, wenn du bei dir einmal die Umfrage schon liest. Dann können wir nämlich das EKG wieder sehen. Ach so, okay, und jetzt den Bildschirm nochmal wieder freigeben. Ja. Entschuldigung. Perfekt, vielen Dank. Herr Rotter, sagen Sie gerne, wie das Ergebnis sehen. Ja, das kriegt mein iPad hier irgendwie nicht hin. Ich würde euch bitten, das zu moderieren und dann würde ich weitermachen. Sonst geht es immer weg. Kein Problem. Super, vielen Dank. Rechte Ventrikel oben, linke Ventrikel. Und dann Symmetrikel rechts jeweils.
Entschuldigung, dass ich mich jetzt auch noch einschalte. Ich glaube, du musst dich zeitlich umschalten, weil wir sonst immer dein Mikroproblem haben. Okay, kommt. Okay. Jetzt geht's. Rechtermetrik ist häufigste Antwort. Gefolgt von. Genau, Sie sehen. Ist ein bisschen tricky hier, die iPad-Technik. Die ist nicht gedacht. Also es lässt sich kaum beide Bildschirme irgendwie zusammen machen. Ich glaube, das liegt an der Art und Weise, wie ich hier das geshared habe. Ich mache einfach mal weiter. Also die Leute, die rechtsventrikulär gesagt haben, ist natürlich richtig, es ist eine ventrikuläre Extrasystole. Es kommt von oben, also es geht quasi auf 2 und 3 zu. Und der positive Ausschlag in 1 heißt halt, es geht auch auf 1 zu, also kommt auch von einem rechten Ventrikel. Rechtsventrikulärer Ausflusstrakt ist hier der Terminus technicus. Und das ist quasi eine Brot- und Butter-ventrikuläre Extrasystole, die wir dann auch anschließend sehr schön abladiert haben bei dem Patienten. Das ging sehr gut. Das ganze Spiel bei dem Patienten, um es mal zu beenden und zügig weiterzumachen, ging dann über mehrere Minuten, haben wir wie gebannt auf das EKG geguckt. Wir haben hier zu Anfang, wie gesagt, hier den Sinusrhythmus gesehen mit den P-Wellen, ganz Klassiko. Wir haben diese Extrasystole aus dem tiefen rechten Vorhof gesehen, die so negativ in 2 und 3 ist. Dann hatten wir hier so eine etwas breitere QRS-Komplex, dann noch einen breiteren QRS-Komplex. Hier hatten wir unsere aus dem rechtsventrikulären Ausflusstrakt stammende ventrikuläre Extrasystole und dann am Ende nochmal sowas anderes. Also kurzum, es war eine hochkomplexe Sache. Da will ich es auch nicht weiter nerven. Wir haben dann sogenannte Katheter in das Herz gelegt. Und diese Katheter funktionieren bei uns eigentlich relativ gut. Wir nehmen einen sogenannten Vorhofkatheter, das ist der CS-Katheter. Und das ist das Signal vom Vorhof. Das ist mit diesen P-Wellen konkordant. Und dann gibt es einen sogenannten Kammerkatheter. Ich mache es mal in den Farben, die wir auch bei uns verwenden. Der ist gelb, das ist hier der RV-Katheter. Und der ist mit dem QRS-Komplex konkordant. Und wenn wir uns das dann weiter anschauen, diese etwas breiteren Schläge hier, die haben immer einen Vorhof davor gehabt. Also die P-Welle, die wir initial hinten dran gesehen haben, die stimmt. Das sind also supraventrikuläre Extrasystolen, die aberrant übergeleitet werden. Und wir haben hier wirklich eine klassische ventrikuläre Extrasystole, wo der Vorhofkomplex hinten dran ist. Und das war dann beweisend. Wir hatten also zwei Probleme, ein supraventrikuläres Problem mit diesen Extraschlägen und ein ventrikuläres Problem mit diesen Schlägen. Wir sehen auch, warum der Patient Palpitation verspürt. Er hat Blutdruck, ist hier von diesem Schlag, ist quasi das die Blutdruckkurve, 120. Von diesem Schlag ist auch 120. 120 ist die Systole. Von diesem Schlag auch 120. Die supraventrikuläre Extrasystole ist irgendwo hier hinten. Diese kleine Zacke nicht doll beantwortet. Und jetzt müsste man ja denken, wenn die Pause, so wie Sebastian es gerade erzählt hat, so größer wird, dann müsste diese Zacke hier größer werden. Ist es aber nicht, weil die ventrikuläre Extrasystole ja gegen die Klappe, quasi die Klappen schließt und der Vorhof von der Aktion nicht mit in die Herzaktion eintritt. Das heißt, da ist der Blutdruck ganz niedrig, hier nur so eine, 95 mm Hg. Und dann, wenn der normale Schlag kommt, kommt es zu so einem Auswurfschlag, wenn das gesamte Blut, was sich davor vorlastmäßig gestaut hat, wieder ausgeworfen wird und der Blutdruck ist gleich 140. Und das ist natürlich sehr unangenehm für den Patienten. Und wie gesagt, die Ablation hat ihm hier Erfolg gebracht. Die Ablations- oder die Last der Extrasystolen ging von über 20% auf 0,2% zurück. Der zweite Patient ist ein bisschen jünger, hat keine Vorerkrankung, gibt aber an, seit 2-3 Wochen intermittierend Schwindel und Herzrasen zu haben, auch so Palpitationen, so ein Herzstolpern.
auch noch nicht bewusstlos geworden und kommt vom Hausarzt zu uns. Der Hausarzt hat auch gleich ein EKG mitgegeben, indem er quasi uns sagt, hey, da ist doch irgendwas im Gange. Wir sehen auch hier wieder den Sinusrhythmus, eine P-Welle. Wir sehen einen QRS-Komplex. Wir sehen auch so hier einen Steiltyp, also 1 ist so biphasisch, das war vor einem Jahr nochmal die Frage. 1 ist sowohl positiv als auch negativ, das heißt, muss 90 Grad zu 1 laufen und ist damit quasi sagittal oder steil. Und wir sehen hier eine Extrasystole, die dann 5-mal hintereinander kommt, also eine sogenannte Fünfersalve. Und wir sehen hier vom Lagetyp her ein Negativ in 1, positiv in 2 und positiv in 3. Was könnte denn das sein? Wim, vielleicht, kannst du auch an dieser Stelle nochmal deine Folien zeigen. Super, vielen Dank. Die häufigste Antwort wird gehoben. Die häufigste ist linke. So, da bin ich wieder. Ich versuche immer die Rückkopplung damit wegzukriegen, aber das gelingt mir irgendwie nicht. Linksventrikulärer Ausflusstrakt, also von links oben, ist die häufigste Antwort und war natürlich völlig richtig. Also das mit der Lage einschätzen, 1, 2, 3, klappt sehr, sehr gut. Und wie gesagt, das sind dann quasi zur genauen Lokalisation, zeige ich Ihnen gleich, was wir da weiter gemacht haben. Der Patient kam zu uns in die Klinik und hat dann quasi bei uns dieses EKG geboten. Das bedeutet, dass quasi die Perikardie anhaltend war, eine sogenannte VT. Auch hier immer noch der Lagetyp negativ in 1, positiv in 2 und positiv in 3, also weiterhin aus dem Ausflusstrakt. Und das zur Vollständigkeit V1 bis V6 dazu. Und das ist eine sogenannte idiopathische Ausflusstrakt-Tachykardie. Das ist der Aortenbogen hier, den wir sehen. Darüber sind wir durch die Aortenklappe in den linken Ventrikel gegangen. Der ist hier viel, viel größer. Der geht unten noch weiter weg. Und hier war der früheste Punkt. Dort wurde abladiert und die Tachykardie bei dem Patienten ist behandelt worden. Am nächsten Tag hatte der natürlich nicht mehr die Tachykardie, sondern nur noch diese Extrasystolen. Aber auch mit Behandlung der Extrasystolen, die ja ähnlich aussahen wie die Tachykardie, ist die Tachykardie beendet worden. Und auch in der Nachkontrolle gibt es kein Rezidiv mehr der Herzrhythmusstörung. Also der Patient ist kurativ behandelt worden. Das nochmal kurz zusammengefasst. Das ist die häufigste VT-Form bei jüngeren herzgesunden Leuten.
Da kommen die Tachykardien am meisten aus dem rechten Ausflusstrakt, also von rechts oben. Das war jetzt mal ein Fall von links oben. Und typisch ist diese inferior gerichtete Herzachse, die positiv in 2 und 3 sind und dann entsprechend positiv in 1. Dann kommt es von rechts und oder negativ in 1, dann kommt es von links. So, der letzte Fall ganz kurz. Patient kommt zu uns, hat seit 2 Wochen einen schnellen Puls bemerkt. Der geht auch nicht wieder weg. Das kennt er seit einigen Jahren, aber seit einigen Jahren ist es sonst immer wieder weggegangen. Und dieser Puls stört ihn jetzt. Er hat als Vorerkrankung einen arteriellen Hypertonus, eine Adipositas und eine COPD, also eine chronische obstruktive Lungenerkrankung. Und stellt sich dann bei uns mit diesem EKG vor. Isoelektrischen 1, negativ in 2 und 3 und AVL als Hilfe ist leicht positiv. Ich glaube, jetzt seid ihr mit eurem Paul wieder dran. Genau, die Umfrage ist drin. Und ich sehe hier, leider gerade und musste einmal einhaken. Es scheint hier die korrekte Antwortmöglichkeit leider zu fehlen. Das wird sicherlich vielen von Ihnen jetzt auch aufgefallen sein. Du kannst ja noch eine dazugeben. Wir haben auch schon völlig richtigerweise aus dem Hinweis bekommen. Na gut, also dann erkläre ich es kurz nochmal. Dann, die Leute waren ja alle bemüht und interessiert und haben das gleich mitbekommen. Also die negative P-Welle in 2 und 3 heißt, die Erregung geht von unten irgendwie nach oben. Und da wir in 1 vielleicht hier eine positive P-Welle sehen, aber ansonsten nicht wirklich gut zu sehen, gucken wir nochmal auf AVL, das ja auch hier im linken Quadranten liegt. Es scheint also von rechts unten nach links oben zu ziehen, also von der Basis in dem Fall an der Crista Terminal. Das ist eine ganz häufige Ecke im rechten Vorhof, wo die Erregung quasi von der Basis den Vorhof nach oben hin erregt. Der kurze PQ-Zeit spricht auch dafür, dass es relativ nah an dem Bereich des AV-Knotens sein könnte. Also das ist alles möglich und wie gesagt, zur Vollständigkeit kommt auch nochmal die Brustwandableitung. In dem Fall ist es eine ektope atriale Tachykardie. Die haben wir konventionell behandelt. Ich wollte Ihnen aber ein schönes Bild davon zeigen. So sieht es bei uns aus. Weiß oder rot heißt, da ist es ganz früh an der Stelle. Das wird eine Landkarte erstellt und diese Landkarte zeigt dann quasi den frühesten Punkt uns auch in bunten Bildern an. Und dort, wo es spät ist, dort ist es blau oder lila. Und die Erregung geht dann von diesem einen Punkt wirklich in alle Richtungen, wie so ein, wie so eine zentrifugale Erregung weg, in alle Richtungen gleichzeitig. Deswegen, je weiter wir weg von diesem Punkt kommen, desto später wird die Erregung. Und das ist eine ektope atriale Tachykardie, die wir dann auch entsprechend behandelt haben. Nochmal kurz zusammengefasst, supraventrikuläre Extrasystolie ist eine häufige Herzrhythmusstörung und häufig ein Zufallsbefund im EKG, im 12-Kanal-EKG oder im Langzeit-EKG. Kurze atriale Tachykardien oder supraventrikuläre Tachykardien sind auch da möglich. Und hier ist eine Assoziation zu Vorflimmern zu sehen, gerade wenn so Pulmonalvenen anfangen, aktiv und autonom zu werden. Sie sind meist asymptomatisch, da es zu einer physiologischen Erregung von Vorhof und Kammer kommt. Die Behandlung ist konservativ, das heißt, die Risikofaktoren
optimieren. Leute, das ist ja leider häufig so, dass die etwas zu dick sind, dass die Gewicht abnehmen, dass die Sport machen. Supplement heißt Magnesium, Kalium, kann mal helfen. Und Medikamente, Beta-Blocker oder Antiarrhythmika ist möglich. Bei hohem Leidensdruck abladieren wir so eine Patienten sehr häufig und sehr erfolgreich mit geringem Risiko bei uns. Zur ventrikulären Extrasystolie, das ist eine eher seltene Herzrhythmusstörung im EKG. Sie ist aber viel symptomatischer, deswegen werden Ihnen viel mehr Patienten sagen, da haben wir einen hohen Leidensdruck. Da es zu dieser unphysiologischen Kontraktion, zu dem sogenannten Pfropfungsschlag von Kammer und Vorhof kommt. Aufgrund dieser Vorhofbelastung kommt es auch häufiger bei Leuten, die eine ventrikuläre Extrasystolie haben, zu Vorhofflimmern, der häufigsten Rhythmusstörung bei uns in der Elektrophysiologie. Und die Behandlung ist auch hier konservativ, also sprich optimale Einstellung, KHK-Behandlung etc. Medikamente, da sind die Calcium-Antagonisten vom Verapamil-Typ zu nennen, Antiarrhythmika, auch hier, Beta-Blocker, bin ich kein großer Freund bei ventrikulären Extrasystolen und das verschlechtert häufig die Symptomatik, aber man muss es ausprobieren. Relativ früh kann man hier die VES-Ablation oder niederschwellig erwägen, bei einer Aktivität, die ca. 8% im Langzeit-EKG umfasst oder in einer Phase von hoher Aktivität, dann muss es nicht so viel sein, aber wenn halt die letzten zwei Wochen schlimm waren, dann kriegt man meistens ganz gut die Extrasystole raus. Und ab 30% ventrikulärer Extrasystolielast kommt es häufig zu einer Einschränkung der Pumpfunktion durch diese Asynchronie und Dyssynchronie des Ventrikels, der so ungleichmäßig schlägt. Und das war es eigentlich schon. Ich möchte mich bedanken für die Einladung, für die technischen Probleme. Ja, sorry, das iPad hat mich heute hier irgendwie etwas eingebremst und ja, vielen, vielen Dank.